Es ist eine allgemeinere Ebene, wenn wir von einem Abstrakten sprechen, die durch alles hindurchgeht, mit allem gemeinsam ist und das wir alle verstehen als Naturmenschen, als Hindu, als Menschen, die an Allah glauben, als Christen, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hallo zusammen. Grundbegriffe, Metaphysik. Was ist Metaphysik? Ein ganz grundlegender Begriff, aber bereits schon wieder so kompliziert gemacht, dass wir uns da hindurch wühlen müssen, um zum Kern der Sache vorzudringen. Ich lese es gar nicht vor. Ich führe sie direkt zum Kern. Es geht hier um die gesamte Realität bzw. alles vom Sein, das ganze Sein, die gesamte Realität. Lassen wir es dabei, die Fundamente davon, die Voraussetzungen, die Begründungen, die Ursachen, die allgemeinsten Strukturen davon nur als Metaphysik bezeichnet, die Gesetzmäßigkeiten. Das sind unnötige Verkomplizierungen, die auch bereits wieder sehr vieles ausschließen. Es geht um die gesamte Realität bzw. alles vom Sein, das ganze Sein, die gesamte Realität. Metaphysik ist uns viel gegenwärtiger, als es uns diese weiß machen wollen. Ich beziehe mich im Folgenden auf die Auffassung von Ariadne von Schirach. Der heutige schlimme Zustand gehe auf eine Fehlentwicklung der Weltanschauung, beginnend mit Platon, zurück und stelle meinen Lösungsvorschlag konkretisiert am Exempel der tragischen Situation in vielen Ehen mit körperlich und geistig verstoßenen Partnern vor. Wie ist es gekommen und was können wir tun? Die heutige im Westen weit verbreitete Auffassung der Welt, was real sei, kann man als Physikalismus bezeichnen. Ein bisschen eine ältere Bezeichnung war Materialismus, aber es geht darum zu bezeichnen, dass was physikalisch bewiesen werden kann, dass das real ist. Und alles andere wird in einen Bereich der Täuschungen verwiesen. Wie es im östlichen Kulturraum schon seit jeher bezeichnet wurde als Welt der Täuschungen. Maya, nur ist es eben so, dass wir in der Zwischenzeit ja die Wissenschaften haben, und die haben ja auch Gesetzmäßigkeiten festgestellt in der Welt, haben objektive Wahrheiten gefunden, so dass Maya, die Welt der Täuschungen, immer weiter zurückgedrängt wurde und man mit Fug und Recht sagen kann, dass die Welt, die materielle Welt, eben nicht nur eine Welt der Täuschungen ist, sondern eben auch eine objektiv gefasste, objektiv gesicherte. Außer, da kommen wir jetzt natürlich auf Phänomene, die nur im Geistigen existieren, die wir mit unseren geistigen Fähigkeiten ergründen können, jedoch nicht objektiv, sondern nur als persönliche Gewissheiten.
Wenn wir es nun ein bisschen konkreter anschauen noch. Vorher, bevor das wissenschaftliche Weltbild am Entstehen war, hatten wir Körper und Geist als eins. Das war nicht getrennt, so waren auch die Körper eins. Es gab keinen persönlichen Besitz von Körpern oder anderem Materiellen. Körperbesitz ist eine rein kulturelle Erscheinung und wird auch heute noch in besonderen Situationen aufgehoben. Denken wir zum Beispiel an Kriegssituationen, wo der Staat verlangt, dass die Bauunternehmer ihre Lastwagen zur Verfügung stellen. Die werden konfisziert und liegen nicht mehr im Eigentum der Firmen. Das heißt, man bildet da eigentlich eine Art wie einen gemeinsamen Körper. Nach dem Verlust des Ursprungs liegt es dann an uns zu entscheiden, sind wir eher Körpermensch oder Geistmensch. Diese Entscheidung wird einem nicht abgenommen, wenn man in unsere Kultur hineingeboren ist. Viele sind Materialisten, sind Atheisten, die haben ihre Entscheidung getroffen. Andere sagen, man kann es nicht wissen. Und dann gibt es sicher auch die Geistmenschen. Nur, das ist ja gar nicht so einfach, weil wir immer wieder auch mit Menschen konfrontiert sind, die dann eine andere Auffassung haben. Und wir kommen da auch in die ganze gespaltene Situation unserer Kultur natürlich herein. Deshalb möchte ich Ihnen nun ein paar Gedankengänge vorstellen, wie Sie selber die konfliktiven Situationen entschärfen können und für sich selber klar die Verantwortung wahrnehmen können, die Kontrolle über Ihr Leben in Ihren zentralen Bereichen zurückgewinnen können und mit einem guten Gewissen das machen können, was für Sie das Richtige ist, ohne andere vor den Kopf zu stoßen, weil Sie nämlich mit Ihrer Überzeugung, mit Ihrer Ausstrahlung diese Gedanken einfach auch weitergeben können. Sie können überzeugen und man wird Ihnen das abnehmen, weil es gibt, wenn man den Verstand einsetzt, gibt es eigentlich keine Alternative. Sonst bin ich dann sehr froh, wenn Sie diese mir dann anschließend dann auch noch zustellen. Klar ist man als Geistmensch auch Körpermensch, aber Sie haben wahrscheinlich eine persönliche Priorität und ich nehme an, dass sich die meisten als Geistmenschen sehen, wo also zum Beispiel auch geistiges Wachstum und das Schöne eine Rolle spielen. Körpermenschen hingegen können auch essen, bis sie platzen, ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt. Schauen wir diesen Holzstich an von Herrn Camille Flammarion aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, 1888, wunderschön gemacht. Wir sehen hier zwei Bereiche. Es gibt den Bereich des Materiellen, sage ich, der materiellen Welt, mit der Sonne, was man sieht, die Bäume, der Planet, der Mensch auch, aber er weiß, wir alle wissen es tief in uns. Es gibt dann auch noch einen anderen Bereich außerhalb nur des Materiellen.